Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, worum geht es in diesem Video? Es gibt eigentlich viele Trading-Tipps und ich werde euch versuchen zu erklären, was ich gestern im Stream gemacht habe mit dem Icon-OTW-Packs craften. Weil viele haben dann im Stream auch immer geschrieben, was meinst du damit mit craften? Vielleicht mache ich die Tage wieder nochmal so in Craft-Stream und damit alle nicht wieder fragen, was ich da genau mache. Werde ich in diesem Video es kurz erklären. Dazu natürlich ein Highlight vom Stream mit meinen besten Packs. Das sind 3 OTW-Packs am Start. Am Ende werde ich auch noch hier ein OTW-Pack Sommer-Edition öffnen. Wenn da kein guter Spieler rauskommt, werde ich den wieder reinpacken und nochmal ein Pack machen. Mal schauen, wie viele Packs wir am Ende noch aufmachen werden. Also Minimum 4 Stück werdet ihr in diesem Video sehen. Und kurz erklärt, dreht sich dieses Craften hauptsächlich um diese eine SBC, das ist diese 81 bis 86 Upgrade SBC. Da braucht man 4 Goldspieler und 7 Bronzespieler. Ja, um die zu bekommen, kommen wir zu den nächsten 2 Trading-Methoden. Die erste ist die Bronze-Pack-Methode. Das ist eigentlich nichts Schwieriges. Du machst ein Bronze-Pack auf und alle Spieler, die über 250 Münzen oder über 200 Münzen weggehen, verkaufst du, alle anderen behältst du und tust sie genau in diese SBC rein. So kriegt ihr die Spieler günstiger. Theoretisch müsstest du ja die sonst immer für 150 erbieten. So kriegst du zum Beispiel jetzt 3 Spieler, die du normalerweise auf dem Markt für 450 kaufen müsstest, plus diese Münzen. Und oft kriegst du auch, das seht ihr gleich bei meinen Verkäufen, die zeige ich euch auch noch, Bronzespieler aus Mannschaften von den Ligen SBCs, die mehrere tausend Münzen weggehen. Und dann kommen wir jetzt zu der nächsten Trading-Methode. Wie kriegt ihr diese Goldspieler her? Ja, die Goldspieler kriegt ihr jetzt so her, ihr macht Gold, bieten vielleicht 400 Münzen und eben ging das so, ja, ihr kriegt die für 400 Münzen erboten. Das Krasse ist hier dabei, dass oft ein Spieler dabei ist, der auch über 1000 Münzen wert ist. Also es lohnt sich, den Spieler nachher noch anzugucken, ob der vielleicht nicht ein bisschen mehr wert ist. Das seht ihr gleich auch bei meinen Verkäufen. Da hatte ich oft einen Spieler dabei, der über 1000 Münzen wert ist. Den habe ich dann natürlich dann verkauft und habe dann auf den nächsten Spieler verfügend geboten und habe ihn dann da reingesetzt. So, und apropos halt Verkäufe, ne? Zeige ich euch hier nochmal ein paar Verkäufe von den letzten Tagen. Havertz habe ich ja damals mal gezogen, hat ein Upgrade bekommen, habe ich schon verkauft für 27.000 Münzen. Kramaric habe ich euch schon mal erzählt, habe ich vor ein paar Tagen für 3,5 geholt. Und als es announced wurde, dass er ein Upgrade bekommt, habe ich ihn nochmal 5-6 mal für 4,5 geholt. Und habe den halt für 9.000 erstmal verkauft und den letzten sogar für 10.000. Ansonsten Juan Mata, erinnert euch, für 7,5, 7,3 geholt, für 14 jetzt verkauft. Und meine 83er hatte ich überteuert drauf, für 3 irgendwas, 4 irgendwas. Kagawa für 4 sogar und der ging weg, weil er halt jetzt bei Besiktas ist. Und ja, so läuft der Hase. Die Champions League-Karten sind auch gut hochgegangen. Und da gucke ich auch mal, ob ich da ein bisschen mehr traden kann nächstes Mal mit den Champions League-Karten. Das hat echt Potenzial. Und hier seht ihr weitere Verkäufe. Das sind zum Beispiel die Rare-Spieler, Non-Rare-Spieler, die ihr theoretisch für 400 Münzen bekommen könnt und dann für so viel verkaufen könnt. Hier habt ihr auch zum Beispiel einen Bronze-Spieler gesehen, der für 4000 wegging. Also das seht ihr, ihr kombiniert mehrere Trading-Methoden in einen und jetzt geht ja gleich noch weiter. Ihr profitiert so krass davon. Und hier seht ihr die Spieler. Manche gehen für 1,4, für 1,3, 2,5. Das sind natürlich nicht alle erboten, das sind manche auch aus meinem Verein. Aber so in der Theorie geht das ungefähr. Und Bronze-Pack-Methode, wie gesagt, kriegt ihr manchmal auch einen Spieler für 3,7. Und alle, die halt für nichts weggehen, tut ihr, wie gesagt, in diese einen SBC. 61 bis 86 Rating. Und würde ich jetzt sagen, hier schneide ich kurz mein Highlight von meinem Stream zusammen, was ich alles aus diesem 81 bis 86 SBC Pack gezogen habe und was ich aus dem OTW Pack gezogen habe. Schon Walkout? Ja, das war's komplett. Direkt mal wieder ausmachen. Das war's komplett, Freunde. Alter, nein! Das Schlechteste, den du ziehen kannst. Ziehen Woolley, Alter. Das hört auf wieder, das ist doch dein Bruder. Nein, Mann, ich will den nicht haben. Also ich weiß nicht, wie lange ich streame. Ich habe vor eigentlich, Deckboard. Ey, Inform! Holy shit, Digga! Alter, ja, guck mal, so, das ist Craften, Freunde. Und ich weiß nicht, also manche finden das langweilig, ich finde das einfach
geil einfach aus zu sagen, wenig, viel zu machen. Den ganzen Stream. Und wer das halt langweilig findet, muss dann leider einen anderen Stream anmachen. Kriegen zumindest wieder Leinwand. Jimenez. Digga, Freunde, das lohnt sich, Alter. Ohne Scheiß. Da habt ihr die besten Beispiele. Wir haben jetzt aus 4 Packs oder 5. Wie viele Packs haben wir gemacht? 6. Wir haben Inform gezogen. Ein 83er und jetzt ein 84er. Der 12.000 wert ist. Wie viele brauchen wir denn noch? 3 oder 4 Spieler brauchen wir noch, ne, für das nächste Pack. Und wir haben auch zu viel Packlack, Digga. OTW! Wir ziehen einfach ein OTW. Tielemann, ne? Wer ist das? Batshuayi. Ne? Ja, Batshuayi, Alter. Jetzt haben wir einfach ein OTW, den wir einfach abgeben können. Und ein Inform. Okay, weil wir auch nicht viel einkaufen, sondern noch Spieler aus dem Verein benutzen. Strootmann. Arjen Robben, Digga. Freunde, sag mir das. Sag mir einfach, dass es sich nicht lohnt, diese Packs zu machen. Mal gleich. Sonst kaufe ich mir jetzt echt welche, wenn wir noch 3-4 Spieler brauchen. Wir haben sie wieder eine Leinwand. Deutschland. ZDV. Ta. Das, auch das ist nicht schlecht, Freunde. Auch Ta ist, glaube ich, 3-4.000 wert. Also, wir holen zumindest die Münzen wieder. Was? Der ist 7.000 wert? Ja, jetzt haben wir ein OTW-Pack zusammengecraftet, eine Sommeredition. Dann haben wir den Boulay hier gezogen, Alter. Richtig miese Prise. Ja, geil. So haben wir es hinbekommen, Freunde. Easy, unser zweites Pack. Freunde, 3 zu 1. Cristiano Ronaldo. Walkout, bitte, ich brauche einen Walkout. Ja, Walkout! Come on, gib mir was! Komm schon, gib mir was Gutes! Gib mir was Gutes! Wer ist das? Ist gut! 88er Felipe Anderson! Ist gut! Ist gut, oder? 300.000 Münzen! Das ist zweitbeste! Das ist der zweitbeste! Ist nicht so, dass ich die jetzt nicht mag oder die so gar nicht gucke so ein Content. Ich gucke natürlich auch so ein Content, aber ja, bei mir ist Road to Glory und da achte ich natürlich auf jede Münze. Und das ist Radetzky, der auch 7.000 Münzen wert ist. Also das hat sich eigentlich schon... Alter, wir haben gerade einfach einen Spieler gezogen. Warum sind die Leverkusen Spieler so teuer, Freunde? Warum? Gib mir jetzt eine Leinwand, sonst paue ich dir auf die... Ein Walkout! Gib mir was Gutes jetzt! 86er, yes! Let's go! Let's go, Thiago! Oder wer ist das? Ne, Let's go, Digga! Parejo! Hat sich auch schon wieder gelohnt, Mann! Let's go! Wieder eine für die Icon-SBC, Digga! Let's go, Digga! Einfach mal wieder 35.000 Münzen gespart! Ja, moin! Ja, moin! Brauch was Gutes? Was, wie viele Spieler brauche ich denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will noch ein drittes OTW-Pack machen, dann würde ich sagen, reicht es echt. Ja, das ist gut. Bitte, bitte, bitte. Yes! Der ist auch viel wert. Calderon ist auch viel wert, Digga. 84er Calderon. Der ist safe über 10.000. Walkout! Let's go, Digga! Zum Abschluss noch mein Walkout. 86er wieder. Müller. Ne, wisst ihr das? Oh, Firmino! 86er. Hä, ein Downgrade bekommen? Sag ich. Jungs, alle, die jetzt gehen, gute Nacht. Alle, die noch da am Start sind, guckt mit mir jetzt, wie ein Walkout kommt. Ja, Walkout, oh, bitte, komm schon. Komm schon, Digga, komm schon. Okay. Ich weiß nicht, soll ich mich freuen oder nicht? Ich weiß es nicht. So, Freunde, wie geht's weiter? Alle Spieler, die 81 bis 83 Ratings sind, gebe ich entweder in der Sommer-Edition oder in dieser beliebige OTW-SBC ab. Hier braucht man, glaube ich, 82 Rating und beim anderen 83 Rating. Je nachdem, was ihr zieht, ne, könnt ihr zum Beispiel die 82er hier reinbauen und die 83er hier reinbauen. Ja. Ich finde, die Tauschbar lohnt sich nicht, außer du siehst ein paar, ja, krasse Untauschbare. Dann, wenn ihr es übertrieben krass machen wollt, könnt ihr zum Beispiel die 81er von der Premier League aufbewahren und die dann hier rein tun, weil dann kriegt ihr hier ein 81 Plus Pack und die Bundesliga-Spieler könnt ihr theoretisch aufbewahren und hier rein tun. Ja, wenn ihr wirklich krass es machen wollt, da gehört natürlich viel Geduld dazu, ja, das weiß ich. Also,
bei FIFA muss man entweder Geld oder halt Zeit investieren, um ein krasses Team oder beziehungsweise krasse Packs zu bekommen. Das ist leider so. Und was ich jetzt momentan noch mache, ist 84, 85 und 86 Spieler beziehungsweise Informs tue ich dann hier rein, in die Icon SBC, ja. Zum Beispiel, ich zeige euch, was wir jetzt zum Beispiel alles gezogen haben. Das habt ihr ja auch alles schon im Highlight-Video gesehen, ja. Zum Beispiel Sommer habe ich und Cavaral habe ich Offscreen gezogen. Jimenez, Radetzky, das sind ja alle, die ganzen 84, das kosten ja jetzt über 10.000 Münzen. Manche vielleicht 8.000, aber die meisten 10. Eben, nach dem Stream habe ich noch eins gemacht, habe ich Ibra noch gezogen. Und wir haben, genau, OTW Batshuayi gezogen, den habe ich ja abgegeben schon. Und wen haben wir noch gezogen? Irgendeinen Inform haben wir, glaube ich, gezogen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, den 81er Torwart war das hier, glaube ich. Den haben wir auch noch gezogen. Also ihr seht, ich bin mir sicher, ich habe vielleicht 20 von den Packs gemacht. Vielleicht 25, ich weiß nicht. Aber hier die Spieler, wenn wir es hochrechnen, 25 mal 3000 Münzen sind wir bei 75.000 Münzen. Die Spieler sind, allein die ersten drei sind mehr schon als 75.000 wert. Robin ist momentan 22.000 wert. Die sind so 32.000 bis 30.000 wert. Die 84er, wie gesagt, sind zum Beispiel Sommer ist bei 7, 8k, Cavaral bei über 10k, Radetzky fast ist extinct, Jimenez 11, 12k, Calderon 10, 11k. Also ihr seht, es lohnt sich gerade momentan diese SBC zu machen, weil die Preise so krass hoch sind. Ihr müsst ja nur aus, was weiß ich, 10 Packs mal ein oder zwei 84er ziehen und ich habe schon einen Plus gemacht. Und ihr seht, das habe ich aus Umfeld, ich weiß es nicht. Ihr könnt mir meine Chat schreiben, die im Stream dabei waren. Ich glaube nicht, dass wir mehr als 25 gemacht haben. Und das haben wir gezogen. Also ihr versteht ungefähr, warum dieses Craften sich so lohnt. Natürlich dauert das ewig, diese Packs immer zu machen, ja. Diese Bronze-Pack-Methode an die Spieler zu erbieten und dann hier reinzusetzen. Aber es lohnt sich wirklich, finde ich. Und so können wir wahrscheinlich demnächst bald nochmal eine Baby-Icon-SBC für fast nichts außer Bronze-Packs öffnen und ein paar Goldspieler erbieten. Und ihr seht, meine Münzen sind eigentlich sogar hochgegangen, weil ich dann viele Spieler entdeckt habe, die für über 1000 Münzen weggehen. Das ist schon krass. Und ja, das ist hier die Key-SBC. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mein OTW-Pack auf. Hier die Sommer-Edition, Richarlison brauche ich jetzt nicht wirklich, ja. Und ich habe euch die ganzen 83er auch nicht gezeigt, die ich gezogen habe. Zum Beispiel ein Hazard, das sind ja auch welche, die 2.000, 3.000 Münzen wert sind. Die habe ich euch ja auch nicht gezeigt. Manche sind natürlich hier nicht untauschbar, die habe ich auch gekauft. Aber es geht in Ordnung. Und dann würde ich sagen, ja, Richarlison brauche ich nicht wirklich. Ich habe ja den Philippe Anderson gezogen. Ich bin echt gespannt, wie er sich spielt. Ich habe noch kein Spiel gemacht mit denen. Ich glaube, ich werde am Weekend ihn vielleicht mal anstatt Vinicius Junior spielen lassen. Ich schau mal. Oder als Joker. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon, ja, im zweiten Pack Glück gehabt. 300k Spieler gezogen. Den zweitbesten. Einfach zu krass. Wenn wir jetzt noch den Ronaldo ziehen, dann wäre es komplett. Ich bin mal gespannt, was wir ziehen können. Ich würde sagen, schack nicht so lange. Machen wir das Pack auf. Hoffentlich ein Workout. Na, unlucky. Dann würde ich mal sagen, ja, so können wir die Folge nicht beenden. Mariano ist das. Eins davon mache ich noch. Eins davon mache ich noch. Come on. So, Freunde, wir sind zurück mit dem nächsten Sommer-OTW-Pack. Was ich überlegt habe, falls ich am Mittwochabend oder Donnerstagabend nochmal so einen Stream machen sollte, wo ich dieses craften werde, werde ich vielleicht so machen, dass ich mir die ganzen 83er, wie Subasic, Mandanda, Baumann, Horn, Viviano, Carrasco, Rena schon kaufe. Das heißt, ich habe schon dann 6, 7, 83er. Ja, und eventuell noch einen OTW-Spiel, der nicht 80 Rating ist. Das heißt, ich kann auch 82er einbauen. Und dann fange ich wieder mit den 81 bis 86 SBC an. Und hole mir sozusagen nur diese 83er für Chemie rein. Ja, das heißt, ich muss gar nicht dann das komplette Team mehr craften, sondern nur diese Lücken füllen, um auf die 50 Chemie zu kommen. Weiß nicht, ob, wenn ihr Bock habt, ne, könnt ihr gerne unten schreiben, dann haue ich vielleicht nochmal in so einen Crafting-Stream rein. Ich habe noch ein bisschen versucht zu craften und dabei habe ich einfach, meine Freunde, nochmal einen Inform bekommen. Also das ist echt krass. Dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also ich glaube, ich habe schon richtig viele Spieler für meine Baby-Icon-SPC bekommen. Den Bill Hunter habe ich jetzt einfach eben nochmal gezogen, der, glaube ich,
25.000 Münzen wert ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier müssen wir eine rote Karte einbauen. Das ist Perrin. Wegen der Chemie. Anders kriege ich das nicht hin. Und dann würde ich sagen, genug geschnackt. Geben wir das ab und hoffen, dass wir hier vielleicht was Gutes ziehen können, weil sonst, Digga, ja, muss ich nochmal ein Pack machen, aber ich will eigentlich nicht noch ein Pack machen, weil ich ein bisschen müde bin. Walkout ist da, come on! Komm schon, EA, gib mir noch was Gutes! Gib was Gutes! Oh nein, das ist schon wieder dieser Richarlison. Okay, Freunde, weil es ein 84 Rating ist und es ist einfach, das nächste Pack zu machen, mache ich noch ein Pack. Das ist wirklich aber das letzte Pack für diese Folge. So, Freunde, jetzt haben wir das nächste Pack eigentlich ganz, ganz schnell und günstig gebaut, weil ich die Rossi, der normalerweise, glaube ich, über 4000 Münzen kostet, untauschbar aus diesem Upgrade-Pack gezogen habe. Ich konnte sozusagen die ganzen Torhüter einbauen und die habe ich auch untauschbar, genau. Also so könnte ungefähr unser nächster Stream aussehen. Also das heißt, ich würde nicht das komplette Team hier ercraften, sondern nur zum Beispiel ein Virossi. Und dann könnte ich sagen, ey, ein Upgrade-Pack hat gereicht. Wir können direkt das nächste, ja, OTW-Pack hier raushauen. Und würden das so lange machen, bis wir vielleicht, ja, Ronaldo ziehen. Wäre, denke ich, interessanter als letztes Mal. Aber auch beim letzten Mal waren echt viele Leute dabei, haben gesagt, ey, das ist auch super interessant. Nicht nur Gameplay, nicht nur Packs, sondern auch den Weg, bis dieses Pack da ist, auch so sehen. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange. Können wir hier vielleicht nochmal ein Walkout ziehen? Komm jetzt aber, bitte! Alter, wie viele Walkouts ziehen wir denn hier? Gib mir bitte jetzt, bitte! Wer ist das denn? Jorginho? Ich wusste gar nicht, dass Jorginho ein OTW hat. Ja, moin, Jorginho. Der ist sogar ein bisschen mehr wert, über 30.000 Münzen. Ja, Freunde. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge, weil es geht eigentlich nicht um die Packs, sondern darum, dass ich euch diese Methode erkläre. Und dann würde ich sagen, machen wir wahrscheinlich demnächst nochmal einen Stream oder nochmal ein Video, wo ich noch mehr von den spammen werde. Es macht momentan echt Bock. Ja, Menü-Content ist immer so gut bei FIFA, nur das Gameplay. Ja, wenn das genauso gut wäre wie der Content, dann hätten wir wahrscheinlich das beste FIFA seit Jahren. Aber, ja, falls euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr nochmal so einen Stream haben wollt, wie gestern, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir jetzt in den Kommentarbereich. Und dann möchte ich sagen, dann war es das vom heutigen Video. Euer Casey ist raus, wir sehen uns die Tage wieder. Ciao.